So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, denn ich habe nochmal Post bekommen. Und zwar habe ich, jetzt muss ich es erstmal rumdrehen, ja, diese drei Sachen noch bei mir rumliegen. Die kamen letztens auch mit der Post. Ich weiß jetzt, dass das auf jeden Fall zwei verschiedene Leute sind. Einer 1 geschickt hat und einer 2 geschickt hat. Ich hoffe nur, das passt alles, weil ich auch für Pups hier immer bestelle. Und in diesem hier ist auf jeden Fall eine Klamotte drin. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass jemand wirklich einen dieser hässlichen Weihnachtspullover bestellt hat, die ich aus Spaß auf die Wunschliste gesetzt habe, weil ich da schon denke, dass ich weiß, was da drin ist. Gucken wir uns das am besten am Ende an und ich gehe mal so in die Runde rein, dass ich theoretisch nicht weiß, was drin ist und wir gucken uns einfach die zwei an. Das sind zwei so normale Papp-Dinger, ja, die wir jetzt hier aufmachen. Was machst du da? Ja, was machst du da? Der Babyschatz. Wir ziehen einfach mal den hier auf, legen das hier oben rein. Wir machen das so auf. Wir greifen da rein. Oh mein Gott. Und es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, schon wieder ein Spiel. Das heißt, ich komme gar nicht hinterher. Es ist nämlich ein für die Nintendo Switch Poke. Ich habe eben noch den Bier-Adventskalender getestet, sorry. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX, ja. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? In letzter Zeit versuche ich mich auch immer mal, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, andere Sachen zu machen. Jetzt habe ich nicht nur das Let's Go Pikachu und das Perle und das Schild und Arceus kommt. Pokémon Mystery Dungeon DX. Und das Ganze ist von, da ist nämlich ein Zettel drin. Das ist nämlich immer das Wichtigste. Wir haben einen Zettel mit dem, also den Lieferzettel. Und wir haben einen Zettel von Alba Giant, ja, oder Alba Gian. Der sagt immer, oh, sprech mich aus, wie du möchtest. Das Spiel ist etwas schwerer als die Originale. Aber wünsche dir viel Spaß dabei. Von Alba Giant, ja. Was heißt hier, das ist schwerer wie die Originale? Ich kenne ja nicht mal die Originale. Der Crazy O hat eigentlich immer nur gesagt, oh, die Dungeon-Spiele, die fand ich auch richtig genial immer. Ich wusste gar nicht, was er damit meint. Dann habe ich gesehen, ach, da gibt's was für die Switch Dungeon. Ja, das ist so beliebt, ja. Das finden viele cool, weil viele dann davon geschwärmt haben. Ich hab's einfach mal draufgesetzt und da kam der Giant mit dem Chokeslam und hat's einfach in das Amazon-Paket reingepackt, ja. Richtig coole Aktion auf jeden Fall. Das heißt, uns wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ich werde dann, wenn ich irgendwie und irgendwas, das Beans in Slaps, das wollten wir ja auch noch zocken. Also es steht noch einiges an, es steht noch einiges aus. Dankeschön aber dafür. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn ich mir so das Titelbild angucke. Am freshesten finde ich natürlich hier auch dieses Despotar, was man hier oben sieht. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Habt ihr das Original gespielt? Kennt ihr das Original oder kennt ihr das? Schreibt's mal rein. Eigentlich müsste man sich diese ganzen Kärtchen hier mit diesen Sprüchen, müsste man sich eigentlich mal aufheben und in eine Schatztruhe reinpacken, dass man dann am Ende genau immer weiß, wer was wie wo geschickt hat. Und das kommt dann in die Hall of Fame, ja, dass jeder genau sein Plätzchen in meinem Herzen hat. Also den kann man sich jetzt nicht erkaufen, aber man sieht ja natürlich trotzdem, das sind ja auch Leute, die kennt man aus den Streams, das sind Leute, die sind sehr aktiv, das sind Leute, die, ja, es gibt halt solche und es gibt solche. Es gibt solche, die sind zwar auch aktiv in den Streams, aber immer negativ und fallen immer auf und, oh mein Gott, da sind sie ja jetzt wirklich. Das heißt, das Warten hat ein Ende, die habe ich jetzt schon seit 10 Jahren auf der Wunschliste gehabt. Nochmal dann. Guck mal, kennt ihr die noch? Die Snack Insects, ne? 4 Packungen, also 4 Ampullen mit ekligem Gedöns, was ja eigentlich gar nicht eklig ist, weil das ja Delikatessen sind in vielen Ländern. Ihr habt hier einmal Heuschrecken drin, ihr habt hier einmal Mehlwürmer drin, ihr habt Buffalo-Würmer drin und ihr habt Grillen. Also Grillen weiß ich jetzt nicht, weil Heuschrecken und Grillen sind wahrscheinlich dasselbe. Hier ist das halt alles so drüber gelegt, da sieht man das nicht.
Snack-Insekt-Probier-Set. Insekten zum Kochen und Essen. Neu. Ich habe das Ganze ja schon mal mit dem Hannes gemacht. Wir haben uns jeder so eine Ampulle genommen, haben die uns aufgeteilt. Zwei Grillen da, geguckt, gemacht. Ich habe gesagt, ich setze das nochmal drauf. Wenn ich das nochmal bekomme, dann werde ich einfach alles komplett auf einen Teller machen und das als eine komplette Mahlzeit essen, probieren, wie auch immer. Und es hieß, ich soll das beim nächsten Mal mal warm machen oder mal zubereiten und so dann verspeisen. Werde ich natürlich machen, aber auch dazu geschrieben, ist dann für ein weiteres Video, für eine Challenge. War an sich jetzt nicht so wichtig, man kann auch ohne das überleben, aber es ist jetzt nun da, wir gucken mal rein, denn es sind wieder zwei Zettelchen dabei, das ist ja das Schöne daran, ihr habt hier den Lieferzettel und ihr habt hier noch einen Zettel, ne? Oh, ein Gruß von Simone S. Punkt. Ich weiß nicht, ob man den ganzen Namen sagen darf, deswegen, bevor ich den ganzen Namen sage, sage ich lieber nur die Abkürzung, ja. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Simone S. Dankeschön, Simone S., für die Würmer und für das Ungeziefer, was du mir geschickt hast. Da werde ich auf jeden Fall noch meine Freude mit haben. Wie wir gesehen haben, das war zwar alles sehr staubig und wie Erdnüsse. Hat einfach geschmeckt wie eine Tüte Erdnussflips. Das ist auf jeden Fall auch was Feines. Ich stelle es einfach mal da hoch. Mal gucken, wann wir das machen können. Würde ich wahrscheinlich dann gerne aber draußen filmen. Das ist irgendwie in der Natur und so. Das ist viel besser. Vielleicht mitten im Schnee. Mitten am zugeschneiten Tisch. Einfach mal eine Packung Insekten essen. Warum nicht? Sehen wir dann. Und jetzt haben wir noch ein was übrig. Ich habe keine Klamotten auf meiner Liste. Ich habe nur diese zwei hässlichen Pullover draufgepackt, wo einer hässlicher war als der andere. Und ich glaube, bevor einer einen bestellt mit einem Dinosaurier drauf, der irgendwie in der Stadt hier, wurde wahrscheinlich der nackte Pullover oder so. Ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass der so hässlich war, dass die Leute einfach sehen wollen, wie jemand sowas... Nein! Es ist nicht der nackte, hässliche. Es ist der eigentlich sogar schönere von beiden. Und zwar der hier. Moment. Da habe ich jetzt das Zettelchen hin. Das legen wir mal kurz hier rüber. Das können wir euch mal kurz so zeigen. Es ist also wirklich ein Weihnachtspullover und einer, der gar nicht so schlimm ist. Weihnachtspullover, ihr wisst ja, das, was ich da immer anziehe bei den Adventskalender-Türchen, ist ja auch im Prinzip ein Weihnachtspullover, aber vom Undertaker. Der hat ja auf jeden Fall richtig perversen Stoff, ja. Der ist so richtig glatt und schmierig. Und jetzt guckt euch den mal an. Hinten drauf vor allem. Der sieht ja hinten und vorne genau gleich aus. Da ist so ein dämlicher Tyrannosaurus Rex, ja. Der schießt hier, hat eine Weihnachtsmütze auf, hier steht Merry Christmas, da ist ein Baum, da sind Geschenke, das ist alles richtig abgespaced, hier keine Ahnung was das und wie und wo und warum auch immer, vorne nochmal das gleiche, guckt euch das an, this is a Christmas Pullover, jetzt wenn da einer rumsitzt in der Verwandtschaft mit so einem Pullover, was macht man mit dem, ja man stößt natürlich an, Prost und so weiter, Adi, was machst du denn da, jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch drauf steht. Ah, jetzt, da steht nämlich mehr drauf. Ein Gruß von Simone, in Klammern neues Gelb, 9, und Sven Olaf Bowling Ball. Jetzt wissen wir also, wer die Simone ist, ja, neues Gelb. Und der Sven Olaf, den kennt ihr ja auch aus den Streams immer, den Bowling Ball, der ist auch sehr redaktiv. Hier steht es nämlich direkt drauf, viel Vergnügen mit deinem Geschenk, neues Gelb, Sven Olaf Bowling Ball, alles dabei. Achso, ja, egal. Schnell hier rüber. Adi! Ist jetzt hier noch? Nein, da ist nichts. Das heißt, wir packen das mal hier rüber. Wir versuchen mal, wir können ja mal kurz hier reinschlüpfen, wie der ausschaut. Müssen wir gucken, wo vorne ist, wo hinten ist. Das ist vorne, das ist hinten. Ich hoffe, die Größe passt. Ich meine, das ist XL. Oh, da komme ich gerade so mit meine Ärmchen rein. Das sind halt... Oioioi, das sind halt amerikanische Größen. Oh,
Junge, was ist das? Ich glaube, der hält noch. Ah, Neoprenanzug. So, ist das jetzt sexy oder was? Guckt euch das mal an. Wenn man so rumläuft und sagt, ich bin der Tyrannosaurus 6, guckt euch das an. Ja, das ist Original Wrestling. Den muss ich jetzt anlassen. Ne, den muss ich anziehen. Ich weiß nur noch nicht wann, ich weiß nur noch nicht wo. In irgendeinem Video, im nächsten Video irgendwo, muss ich den auf jeden Fall anziehen. Guckt euch das an hier. Da kommt man sich vor wie Eminem. In seinem Without Me. Dankeschön auf jeden Fall. Anne Simone. Neues Gelb, Bowling Ball, Sven, Dangan, Alba, Giant, ne? Albert Giant. Das war's von meiner Seite aus. Das Muttertier sitzt noch drüben. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Pullover so reinlaufen und dann einfach mal gucken, was sie dazu sagt. Ja, ansonsten würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guck mal. Was? Da den Pullover. Ach so. Ach so. Ich hab dich gar nicht gemerkt. Ich glaub, du hast. Merry Christmas. Da ist ein Dinosaurier drauf. Ach, das ist was für ein Tor mit Dinosaurier. Sag mal her. Mit einer Weihnachtsmütze. Das ist wieder solches. Das ist Neoprenanzug. Ja, das ist so Material. Was? Jetzt sag ich, bin zu fett oder was? Das Material ist, das gibt nicht nach, das glaube ich, oder? Doch, das gibt ja nach, ne? Das gibt mehr nach als alles andere. Ja. Wie ja, den Weihnachtspullover könntest du ja zu Weihnachten anziehen. Adi Schatz, alles Gute! Adi Schatz!